Hallo und willkommen zu Albenrevue. Ich habe zuletzt über das erste Bruford-Album Feels Good to Me erzählt. Für Bill Bruford war die Sache mit dem Soloalbum damit erstmal vom Tisch. Denn nur kurz später, in 1978, traten Bruford und Alan Holdsworth in die Supergroup UK ein, zusammen mit John Wetton am Bass und Gesang, mit dem Bruford bereits bei King Crimson gespielt hatte, während an den Keyboards das junge Supertalent Eddie Jobson war. Und Eddie Jobson spielte natürlich auch seine berüchtigte elektrische Violine. Jobson hatte in 1973 bei der Prog-Band Curved Air angefangen, auf deren Album Aircut. Doch Curved Air war zu dem Zeitpunkt auf dem sicheren Weg ins Aus, damals zu vielen Bands genauso schnell, wie sie entstanden. Jobson spielte ein wenig mit Roxy Music, trat aber 76 in die Band von Frank Zappa ein, der immer die besten Talente der Welt wie ein Staubsauger absorbierte. An der Gründung von UK war Eddie Jobson maßgeblich beteiligt. Vieles spricht dafür, dass das geradezu seine Band war. Das Line-up war aus der Sicht eines Prog-Rock- und Fusion-Fans ziemlich heiß. Von diesen vier Musikern konnte man so einiges erwarten. Die Band entstand wohl so, dass es da ursprünglich die Pläne für ein Trio gab, das aus Rick Wakeman, John Wetton und Bill Bruford bestehen sollte. Ein Projekt, das sich leider zerschlug. Vermutlich deshalb, weil Wakeman noch straff bei A&M unter Vertrag stand und ihnen sicherlich noch eine Menge seltsamer Alben schuldete. Außerdem stieg er nur wenige Monate später wieder bei Yes ein. Das war dann das Going for the One Album. Aus diesem Scheitern heraus entstand dann das besagte Quartett mit Eddie Jobson und Alan Holdsworth und UK war geboren. Jobson war in dieser Zeit geradezu schreibwütig, was erklärt, weshalb er dieses Album derartig dominiert. Aber wer kann, der kann. Die Platte beginnt mit dem dreistufigen In the Dead of Night und By the Light of Day, abgeschlossen von dem filigranen Presto Vivace and Reprise, was alles zusammen einem 13-minütigen Supersong entspricht. Und hier passiert eine Menge. Ich fand das immer interessant, wie geteilt die Meinung ist bei dem Gesang von John Wetton. Seine Musikalität ist unbestritten. Es geht mehr um das reine Gesangstimbre, also etwas, das man sich weitgehend nicht aussuchen kann. Damit wird man geboren. Und manche Leute schwören auf seinen Gesang, während andere der Meinung sind, dass er eine sehr schwache Stimme hatte. Ich bin da ein wenig gespalten. Mich stört sein Gesang überhaupt nicht. Ich höre John Wetton gerne zu. Aber es stimmt schon, dass ich ihn als Frontman-Sänger nicht für überragend halte. Zumindest nicht in der Liga eines John Anderson oder David Byron oder Peter Gabriel. Aber zurück zu dem Track. Obwohl damals dieses Album ein gewisses Schattendasein tristete, ist es heute zu einem der großen Kultalben der 70er Jahre geworden, wenn es eben um Progrock geht. Die In the Dead of Night Suite hat eine harte, rockige Kante, während dazu Eddie Jobson einen Synthesizer-Kontrast schafft. Bei 3 Minuten Laufzeit schält sich das erste Alan Holdsworth-Solo heraus und da wird schnell deutlich, warum Holdsworth der größte Gitarrist aller Zeiten war. Ich weiß, ich sollte solche Sachen nicht sagen, weil sie in sich unsinnig sind, aber das gehörte halt schon immer zum Rockmusik-Flair dazu, derartige Hyperbeln von sich zu geben. Nehmen wir es also mit einem gewissen Augenzwinkern hin. In der Mitte gibt es das eher enigmatische, langsame By the Light of Day, eine getragene, elegische Variante des Anfangsmotivs mit einem sehr geschmackvollen Violinensolo von Eddie Jobson. Gleichzeitig hat dieser Part so etwas von King Crimson, finde ich, was aber dank der Präsenz von Wetton und Bruford gar nicht so verwundert. Dieser dominiert mit Presto Vivace and Reprise dann auch das letzte Drittel dieser musikalischen Trilogie, als dieses irrsinnige Keyboard-Solo ausbricht, das derartig ungewöhnlich ist, dass ich davon überzeugt bin, dass nicht eingeweihte Laien dies für die Arbeit eines Computers oder Sequencers halten. Doch Crazy Eddie kann solche Sachen eben manuell spielen. Es ist eines der seltsamsten Keyboard-Soli, die ich jemals gehört habe, doch es ist auch faszinierend, wie Bruford und Wetton mit den exzentrischen Motiven umgehen.
Die A-Seite geht dann mit dem Track 30 Years zu Ende, geschrieben von Wetton, Jobson und Bruford. Das ist eine achtminütige Nummer. Es ist ein atmosphärisches Stück, dominiert von Jobson Synthesizern, wo man Alan Holdsworth auch beim Spielen einer akustischen Gitarre hören kann, was relativ selten ist. Das ganze Stück ist ein gutes Beispiel für dieses musikalische Grenzgebiet, in dem wir uns befinden zwischen Jazz und Prog. Die Ästhetik ist eindeutig Progrock, aber die Melodien fühlen sich sehr nach Jazz-Fusion an. Bei 3:30 wird das Lied dann straffer und damit auch sichtlich interessanter. Holdsworth spielt hier dieses tolle Riff und legt gleich eines seiner esoterischen Gitarrensoli hinterher, die nach all den Jahren immer noch so unglaublich klingen, mit diesem Synthesizer-Prozessor, in den er mit der Gitarre reinspielt. Das Ganze ist eine verdammt berauschende Fusion-Nummer, wo sich dann endlich auch Jobson etwas zurückhält und mal Holdsworth mehr Vortritt gibt. Die B-Seite beginnt mit dem Track Alaska, geschrieben von Eddie Jobson. Es fängt erstmal mit einem fast klischeehaften, dramatischen Opening einer brummenden Synthesizer-Taste eines Yamaha CS80. Ihr wisst sicher genau, was ich meine. Die ersten 2 Minuten sind nur dieser Dark Ambient Sound, der sich großartig zu einem Film eignen würde, der ein Drama oder Horror irgendwo hinter dem Polarkreis ist. Dann bricht allerdings der Fusion Prog durch. Eddie Jobson klingt hier total wie Keith Emerson, finde ich. Es ist fast schockierend. Diese instrumentale Nummer ist ziemlich eigenwillig, macht mir aber Spaß zu hören. Aber ich verstehe genau, warum es solche Stücke sind, welche die Normies davon abhalten, sich Progrock anzuhören. Es ist etwas Distanziertes und extrem Technisches an dieser Musik, was ja manchen Leuten aufstößt. Das Stück geht dann nahtlos über in Time to Kill, eine weitere Nummer geschrieben von Jobson, Wetton und Bruford. Der Stil erinnert etwas an Gentle Giant, ein wenig, glaube ich. Ich denke, es ist eine gute Nummer, die mich noch nie so richtig in ihren Bann gezogen hat. Aber diese Violinenpassage in der Mitte ist großartig und das Highlight des Stücks. Also alles in allem eine solide Nummer. Nun kommen wir zu den letzten 2 Stücken, die es beide verdammt in sich haben. Zuerst hören wir Nevermore und darin etwas Ungewöhnliches. Ein wirklich engagiertes akustisches Gitarrensolo von Alan Holdsworth. Etwas, das so selten ist wie Kometensichtungen, während im Hintergrund Eddie Jobson ein paar jazzige Akkorde an einer akustischen Gitarre spielt. Das Stück mausert sich schnell zu einer Jazz-Fusion-Nummer mit viel Betonung auf Jazz, finde ich. Bruford's Drumming ist gewohnt hervorragend. Die Nummer stammt aus der Feder von Holdsworth, Jobson und Wetton. Und das Holdsworth-Solo bei der 3. Minute ist erneut magisch. Und es verwandelt sich in dieses Solo-Duell zwischen Holdsworth und Jobson, zwischen E-Gitarre und Synthesizer. Eine der schönsten Stellen dieses ganzen Albums, mit diesem super geschmackvollen Bass von John Wetton, der das ganze Stück eben zusammenhält. Das Album findet seinen Abschluss in dem wirklich exzentrischen Stück Mental Medication, das von Holdsworth, Bruford und Jobson stammt und in der Tat ein wenig so klingt, als wäre es in einer psychiatrischen Klinik ersonnen worden. Eddie Jobson ist hier wieder auf der Überholspur. Vor allem fallen auch diese krassen Polyrhythmen hier auf. Das ist ein super komplexes, schwieriges Stück, aber eben in dieser Art und Weise, wo Bruford dabei geradezu aufblüht. Und John Wettons Bass klingt sehr funky hier. Alles in allem ist das eine tolle Nummer, wenn man es eben etwas komplexer mag. Und dieses Stück ist sicherlich strukturell das anspruchsvollste hier. Aber für mich vermutlich das beste Stück auf diesem Album. Da ist alles dabei. Ein irres Violinensolo von Jobson, das ja mit Jean-Luc Ponty mithalten kann. Und dann ist das Album vorbei. UK ist eindeutig kein Album, das man sich anhört, um die Melodien mitzusingen. Die Gesangsparts sind an manchen Stellen eigentlich sehr gefällig, aber meistens sind sie doch sehr jazzig und nicht immer leicht zu folgen. Das Album lebt von der Spielqualität der Musiker, von der Stimmung und der Chemie zwischen diesen Musikern. Auch wenn das hier keine Bandkonstruktion war, die auf langen Bestand hoffen konnte. Denn dafür gab es einfach nicht genug natürlichen Zusammenhalt zwischen den Musikern, die zu jedem Zeitpunkt alle unstetige Gastmusiker waren. Eddie Jobson würde anschließend kurzzeitig bei Jethro Tull einsteigen. Holdsworth würde bei Bruford noch eine Platte mitmachen, bevor er sich endgültig nur auf Soloarbeit konzentrieren würde.
Ich verstehe natürlich schon, warum Holdsworth nicht so scharf darauf war, in UK zu bleiben. Er beschrieb später alle seine Rollen als Sideman in den Bands anderer Leute als problematisch, mit der Ausnahme von Tony Williams' Lifetime. Ich finde ihn in all diesen Bands immer großartig und heute ist es vor allem Alan Holdsworth, weshalb Leute zu diesen Alben zurückkehren. Aber Alan hatte an dieser Stelle bereits die Vision, eine Musik zu machen, in der er keinen einzigen Kompromiss machen müsste. Und so verwundert es nicht, dass er sich fortan nur noch für die Produktion von Soloalben interessierte, wenn dies für ihn auch gewisse Einbußen darstellte. Die Leute haben immer gesagt, Holdsworth hätte massiv abräumen können, wenn er immer weiter als Sideman von Produktion zu Produktion gehüpft wäre. Doch er hatte einen starken künstlerischen Ethos und daran kommt man dann nicht vorbei. Das Cover von UK, übrigens extrem schwach und letztendlich uninteressant. Das schien etwas zu sein, das den vier Musikern egal war, somit gibt es darüber auch nicht so viel zu sagen. Ich gebe diesem Album 4,5 Sterne. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre, also in einer Zeit, die zumeist mit dem Aufstieg von Punk und Disco assoziiert wird und mit dem Niedergang von Prog, stellt dieses Album einen großartigen, fokussierten Monolith dar. Auch wenn es dieses typische, kurzlebige Produkt einer Supergroup ist, welche dann nicht genug seelischen Klebstoff besitzt, um länger zusammenzubleiben. Es ist eben mehr eine Kreuzung in Raum und Zeit, in der dieses Album entstand. Und das ist, was wir davon dann haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Da wird es dann um das besagte zweite Bruford-Album mit dem Titel One of a Kind gehen. Das war UK von UK aus dem Jahr 1978.